Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Es geht los mit dem Sirenensee und ein Arm und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Das würde mich mega freuen. Auf, ans Werk. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Der Sirenensee. Wie auf dem Schiff hier rumfahren, das ist voll cool. Wir fahren ja wirklich durch so eine Gegend durch. Insel voraus, alle Mann festhalten, okay? Ah, wir müssen hier. Ah. Hier wurden wir also hingezogen. Erster Boss.
So, perfekt. Das ging noch gut. Wir haben doch schön souverän gelegt, würde ich sagen. Ei, was ist das denn da hinten? Ganz, das ist hier ein richtiger Schiffsfriedhof. Ah, können wir hier vorne runterspringen? Okay. Das ist ein richtiger Schiffsfriedhof hier. Was ist das denn da gerade? Die Schiffe schießen, okay. Okay, weiter geht's. Nächster Boss? Weiß es nicht. Nee, ist kein Boss. Der Friedhofsvorsteher. Ihr dürft sich mal eine Audienz bei dem Friedhofsvorsteher haben. Das sind keine Gegner, okay. Das ging auch gut. Oh.
Mir geht es aber schon ein bisschen langsamer an jetzt. Den angreifen, kommen alle auch wieder, ne? Nö, diesmal nicht, okay. Dann können wir den auch nochmal einzeln machen. Hier noch holen. Noch mit. Ah. Einfach ein bisschen langsamer. Geht ja auch mal, ne? Ich habe noch Unterbrechungssachen, aber ich habe es halt komplett verkackt. Ich weiß nicht, wie ich die wo die Fähigkeit ist fürs Unterbrechen, wo ich die hingelegt habe. Muss echt mal schauen. Ja, das ist das Problem. Ich hätte unterbrechen sollen, aber ich glaube, das überleben wir. Ich muss die Unterbrechungsfähigkeit wiederfinden. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo sie ist. Habe ich sie rausgeschmissen? Ah, Zwischenruf, da ist es. Ich hab's gefunden. Ich hab's endlich wieder gefunden. Endlich kann ich's nutzen. Perfekt. Letzter Boss. Endlich habe ich das Unterbrechen wieder gefunden, wo es ist, die Taste.
Zwischensequenz. Das ist aber ein cooles Boss-Design. Ist so cool. Hinstellen sollen am besten. Ich werde reinlaufen müssen. Ich hätte den Boss anders hinstellen sollen. Ah ne. Hat geklappt, okay. Ich komme wieder zur Mitte, mein Boss. Ich weiß, ich war sehr ruhig. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Das ist nicht mal alles ganz so einfach wie früher, finde ich. Also schon, ich finde schon, man muss sich konzentrieren. Muss schon bei der Sache bleiben. Man nimmt schon echt Schaden mittlerweile. Der Schaden haut schon rein mittlerweile. Den Göttern sei Dank. Du bist wohl auf. Hast du das Biest also tatsächlich besiegt? Die Misery haben wir inzwischen wieder flott gemacht. Es kann also weitergehen. Machen wir, dass wir von dieser Insel wegkommen. Von Seeungeheuern habe ich erstmal die Nase voll. Weiter geht's. Auf nach Doma. Bin mal so gespannt, wie das jetzt im Spiel aussieht. Im Trailer sah es schon richtig krass aus. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier im Spiel aussieht.
Die Gezeiten trugen uns von den Küsten Otards aus über die Rubinsee, weiter nach Osten, dem Inselreich Hengashi entgegen. Sieht schon ziemlich hübsch aus. Am Tag wäre vermutlich noch schöner. Das Schiff hatte sich nach außen hin abgeschottet und untersagte Fremden jeglichen Zugang, mit Ausnahme des Hafens von Kugane. Die farbenfrohe Kulisse der Stadt bot von See aus ein einladendes Bild. Doch ich fragte mich, wie man uns dort willkommen heißen würde. Das sieht schon ziemlich cool aus, ne? Ich sag mal was komplett anderes. Endstation Kugane. Alle aussteigen. Der einzige Hafen in Hengashi, der für ausländische Schiffe geöffnet ist. Und noch einmal vielen Dank dafür, dass ihr die Misery vor dieser Lorelei gerettet habt. Was für eine unangenehme Zeitgenossin. Ups. Alfino blickt staunend um sich. Er sieht schon ziemlich cool aus hier. So sehr es mich reizt, die fremdartige Umgebung zu erkunden, wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht zum Vergnügen hier sind. Unsere Mission lautet, Doma zu befreien und unsere ganze Aufmerksamkeit sollte auf dieses Ziel gerichtet sein. Doma liegt doch auf dem Festland. Wir sollten uns nach einer Überfahrtsmöglichkeit über den Meeresarm umsehen. Wir folgen der Spur unserer Freunde, die ebenfalls von Eosea aus nach Domo aufgebrochen sind. Gibt es einen anderen Seeweg als den, den wir genommen haben? Die aktuelle Sicherheitslage legt jedenfalls nahe, dass eure Freunde die Route über Kugane gewählt haben. Zumindest, wenn ihnen etwas an ihrem lieben Leben liegt. Dann lasst uns nach einem Schiff suchen, das uns zum Festland hinüberbringt. Gleichzeitig sollten wir die Augen nach Yugiri und Gosetsu offen halten. Wer weiß, vielleicht halten sie sich noch in der Stadt auf. Praktisch bloß, wo wir mit unserer Suche anfangen sollen. Keine Sorge, Alfino. Im Einholen von Informationen bin ich ein Profi. Zumindest konnte ich in Ishgard genügend Erfahrung darin sammeln. Cavalier, kannst du mir sagen, wo ich die nächste Taverne finde? Es gibt eine direkt in dem großen Gebäude nebenan. Wer einen Schiffsreise plant oder von einer zurückkehrt, kippt sich erstmal einen im Gasthaus Shiokase hinter die Binde. So halten es zumindest die Einheimischen hier. Wär's das, meine Freunde, dann sollten ich und meine Männer nämlich allmählich zum Schiff zurückkehren. Wasser und Nahrungsvorräte müssen aufgefrischt werden und auch die Gilvorräte erneuern sich nicht von selbst. Sprichst du von eurem Gewürzhandel? Genau davon. Oder denkst du etwa, ich hätte euch aus reiner Herzensgüte hierher gebracht? Ich muss doch dafür sorgen, dass sich die weite Reise für uns gelohnt hat. Dann wünsche ich gute Geschäfte und möge Limden eure Segel mit Wind erfüllen. Auch auf uns wartet Arbeit. Jawohl! Wie anders es hier aussieht. Ich fühle mich an den Tag zurückversetzt, als ich zum ersten Mal Ishgarder Boden betrat. Nur, dass in Hengashi alles noch viel fremder anmutet. Wir sind tatsächlich im fernen Osten angekommen. Pff, ach was! Ferner Osten hin oder her! Eine Schenke bleibt eine Schenke und ist der ideale Ort, um Informationen zu sammeln. Lasst uns gleich damit anfangen. Hoppla, schöne Dame, nicht so stürmisch. Ich hoffe, ihr habt euch nicht erschreckt. Die Herrschaften vom Bund der Morgenröte, ich habe eure Ankunft mit Freuden erwartet. Und wer bist du, bitteschön? Ach, habe ich mich noch gar nicht vorgestellt. Wie überaus unhöflich von mir. Pardon, pardon.
Mein Name ist Hancock. Ich bin Prokurist der Ost-Aldenard Handelsgesellschaft. Im Namen unseres ehrwürdigen Vorsitzenden Herrn Lolorito lade ich euch herzlich ein, mich zum Handelshaus zu begleiten. Lolorito schickt dich? Obwohl, so verwunderlich ist es nicht, dass die Ost-Aldenard Handelsgesellschaft, die durch den Handel mit dem Osten reich geworden ist, auch in Kugane eine Niederlassung besitzt. Trotzdem frage ich mich, warum wir bis ans andere Ende der Welt reisen müssen, nur um dann von einem uldischen Händler willkommen geheißen zu werden. Dafür gibt es doch bestimmt einen guten Grund. Oho, wie skeptisch ihr seid. Ihr seid doch hoffentlich nicht noch immer wegen des leidigen Vorfalls mit den Kristallstreitern beleidigt. Höre ich da aus euren Worten etwa leichtes Misstrauen heraus? Ein leichtes Misstrauen? Was ich höre, sind lauter Unverschämtheiten. Oh, pardon, pardon. Ich wollte euch nicht zu nahe treten. Wir Uldaner sind es nun mal gewohnt, die Dinge beim Namen zu nennen. Falls euch meine freimütige Art gekränkt hat, bitte ich euch vielmals um Entschuldigung. Doch wir sollten uns jetzt allmählich Richtung Handelshaus aufmachen. Es wäre leichtsinnig, hier länger zu verweilen. Man weiß nie, wer mithört. Gut, dann will ich ebenfalls freimütig sein. Es wäre leichtsinnig, der Einladung einer Person zu folgen, deren Absichten fragwürdig sind. Was bezweckt Lolorito mit dieser Einladung? Welch Hartnäckigkeit. Ich sehe schon, ihr werdet eurem Ruf, überaus umsichtig zu sein, absolut gerecht. Doch seid versichert, dass Herr Lolorito nur die besten Absichten hegt. Dieses Land verfolgt eine strenge Politik der Abschottung. Kugane ist der einzige Ort, an dem der direkte Handel mit dem Ausland gestattet ist. Aus diesem Grund haben sich hier eine ganze Reihe von ausländischen Handelsgesellschaften niedergelassen. Auch unsere Ost-Aldenard-Handelsgesellschaft gehört dazu. Doch nicht nur für Händler ist Kugane äußerst attraktiv. Auch zahlreiche Regierungsleute und Vertreter des Militärs zieht es in die Hafenstadt. Wusstet ihr, dass in Kugane fast alle Länder und Reiche durch Botschaften vertreten sind? Auch das Galäische Kaiserreich. Das heißt, dass auch Galäer sich in der Stadt aufhalten. Darunter bestimmt auch einige Spione. So ist es, gnädiges Fräulein. Auf den ersten Blick ist Kugane nichts weiter als eine blühende Hafenstadt. Doch der harmlose Eindruck täuscht. Im Hintergrund schalten und walten die Geheimdienste. Und deswegen sollten wir unser Gespräch im Handelshaus fortsetzen. Er hat recht. Ich verstehe deine Bedenken, Alfino. Doch unter den gegebenen Umständen ist es das Beste, Loloritos Einladung Folge zu leisten. Aber diese Einladung kommt nicht mehr in diesem Part hier nach. Ich weiß, der Part ist ziemlich genau eine halbe Stunde lang, ich weiß. Aber ich bin müde. Ich bin einfach müde. Was ich noch ganz gerne gucken würde, ist, wie viel kostet jetzt der Teleport? Ah, hier gibt es auch noch. Ach, das ist ein Wohnort, ne? Wie viel kostet der Teleport jetzt zurück, wenn ich es zurück wollen würde? Eieieiei. Boah, 1052. Gut, dass ich mich zurückporten kann. Zumindest nach Limsa Lominsa. Wir können uns mal ganz kurz ein bisschen umschauen, damit wir wenigstens nochmal was hattet in diesem Part, von diesem Ort hier. Ach, kann man dann später hier drüber einfach wieder zurück zum anderen Beat? Oder? Keine Ahnung. Ah, es gibt auch eine Fähre. Wir können uns ja mal ganz kurz ein ganz klein wenig umschauen. Aber nur ganz kurz, ganz klein bisschen. Schon sehr hübsch, ne? Kann man nicht sagen, kann man nichts anderes sagen. Aber die sich halt wirklich sehr viel Mühe mitgegeben, wie man sieht. Ich habe gehört, es gibt hier so ein Haus, wo man hochklettern kann, was ganz, ganz schlimm sein soll. Habe ich gehört. Hey,
war schon ganz schön hübsch. Ist es dieses Haus hier? Ich weiß es nicht, ob er da hoch kann. Einzige, was gerade nicht so hübsch ist, seht ihr hier die Textur von unten. Das sieht ein bisschen komisch aus, finde ich. Aber sonst habe ich hier nicht viel zu meckern. Ganz schön hübsch. So. Oh, das könnte auch das da hinten sein, aber das ist auch eins der höchsten hier, ne? Naja, wir werden es rausfinden. Ich gehe wieder zurück dahin, wo wir gerade eben hergekommen sind und werde mich dann verabschieden. Damit ich beim nächsten Einloggen dann morgen direkt da stehe, wo ich hin muss. Wie viele Etheriten gibt es denn eigentlich hier? Oh, einige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gibt es hier, okay. Respekt. Also ich finde, die Stadt sieht echt hübsch aus. Das kann sich sehen lassen. So, meine lieben Freunde. Das war's aber für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann. Haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.